Hallo, herzlich willkommen, hier ist Defro und wir spielen Plague Tale weiter. Wir sind in Kapitel 5 angekommen. Wir sind auf den Hof von Laurentius gewesen. Laurentius ist leider gestorben und wir haben den Lehrling mit dabei. Ich glaube, wir machen jetzt irgendwas, was Laurentius den Lehrling aufgetragen hat, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Komm her, Fröschlein, es sind so viele. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Hops. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Hops, hops, hops. Oh nein, er rennt immer schneller. Wo willst du hin? Oh. Hugo! Oder noch irgendwo? Jetzt ist er weg. Oh no. Warte, ich gehe einmal hier rauf. Ah. Hey, Siegbert, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Oh nein. Ja, fürchterlich. Nicht schon wieder. Holzstiefel haben wir immer noch voll. Aber das... Die Musik ist aber... Das ist ein Dudelsack. Wir gehen jetzt wieder hier vorne. Wenn wir Materialien vergessen haben oder übersehen haben, dann ist das so. Amicia, Lukas, kommt schnell her! Kommt schnell her! Nein, Schlachtfeld. Oh mein Gott! Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Oha. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Oh. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Wo geht denn dieser Lukas hin? Der Ellbogen. Weiß auch nicht genau, wo er hingehen soll. Ich musste dringend Plague Tale weiterspielen, weil ich keine Folgen mehr bearbeiten und hochladen kann. Konzentriere dich auf das Aquädukt. Das ist da. Wunderschön. Dann lassen die Ratten ja wahrscheinlich auch nicht mehr so lange auf sich warten, oder? Die lassen sich doch dem Feschmaus hier nicht entgehen. Würde ich mal schätzen. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Oh nein, die Ratten. Bleib weg. War von klar. Ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Warte, ich muss jetzt hier erstmal kurz klarkommen. Pau! Hab
Verpisst euch, ihr Scheißratten. Los, lauf! Let's go. Alter. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Ey, lass mich in Ruhe. Das hat man von weitem schon gesehen. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Dass man das hier... Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Das sind ja nur Sticks. Ja, wie soll er denn da durchkommen? Kannst du bitte mit Hand anlegen? Gut. Können wir das erstmal entzünden? Vielleicht. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Unverzüglich. Oh. Unverzüglich. Seht zu. Haut ab, ihr Ratten. Jetzt. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Gut. Jetzt komm zurück. Schnell. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gut gelähmt. Gemacht, ihr beiden. Was ist denn jetzt hier los? Okay, das heißt, einfach darüber. Komm. Hör auf, mir einen Weg zu gehen, du Affe, Alter. Okay. Viel weiter kommen wir mit dem Stock ja nicht. Doch durch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich, alles klar. Er kommt. Was? Ah, da drüben. Aber fies, Alter. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Ja, auf jeden Fall hat das funktioniert, aber es war schon, kommen wir jetzt einfach durch. Die Ratten sind abgelenkt. Ja, es lief doch gut. Na, da sehe ich schon was. Hau, ihr scheiß Ratten. Oh nein. Ja, wir sind zu schwach, wenn wir... Wenn die uns zu nahe kommen, dann haben wir keine Chance. Haben wir denn irgendeine Möglichkeit, uns hier zu verstecken? Ja, wir können ihnen einen Headshot geben, so ist es ja nicht. Wir sitzen fest. Und Schwachsinn. Den Stein können wir sogar wieder aufnehmen von den Typen. Hier haben wir Stöcker, hier haben wir eine Werkbank. Jetzt können wir die Bänder tatsächlich aufwerten. Das machen wir jetzt auch. Das sollte die Sache erleichtern.
wieder nichts mehr. Hier liegt noch ein Werkzeug. Warte, haben wir noch genug, um noch was zu machen? Wir könnten noch unsere Munitionstasche hochwerten. Das machen wir auch. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Der hat auch noch einen Stein. Okay. Und da haben... Okay, dann zünden wir das einfach an. Ja. Zack. Und dann gehen wir da vorne zu den Wagen. Und zünden den an. Oh nein, Soldaten! So. Ups. Der hat wieder eine Laterne. Total grausam. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Das wäre netter, wenn man ihn den Stein einfach nur tötet, glaube ich. Anstatt ihn von Ratten so zernagen zu lassen. Hier, wir gehen einmal kurz, hallo. Das sind nicht Sachen. Schieben wir. Nun denn. Nun denn. Haut ab. Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Oh, hier ist Schlamm. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, ja, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Ja, wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Nee. Ach, Mist, bewegt sich kein Stück. Soll ich's mal versuchen? Nicht zu fassen! Ach, diese verfluchten Drecksviecher! Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen! Ah, wir hätten ihm folgen müssen. Da hinten sind die. Ich weiß nicht, ob du da gesehen wirst. Wie, du verrätst uns. Endlich, verdammt. Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt? Er ist doch links oder ist er den Weg hier wieder zurückgegangen? Nee, er ist nach links gegangen, ne? Oder? Bleibt er jetzt einfach stumpf stehen? Wir müssen ja eh nach da vorne wahrscheinlich. Denke ich mal. Okay, perfekt. Komm, kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Okay, jetzt haben wir die Fackel leider nicht, aber da vorne können wir... Mir Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuch alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Das klingt nach einem tollen Plan. Der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Nope.
Los, rein da, schnell. Amicia, da drüben ist jemand. Oh nein. Na los, das ist nicht lustig. Amicia, er sitzt in der Falle. Hey. Wir müssen weiter. Boah, wie viele da kamen. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia. Lass mich nicht... Okay, hätten wir vielleicht irgendwie helfen können? Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Ich glaube, das ist kein Ort, wo Kinder rumlaufen sollten. Glaube ich. Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben noch... Nee, wir haben keine Technik. Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Schläft er? Ja, für eine Weile. Danke, das wird uns das Leben retten. Hey, was? Ah. Au. So. Noch eine Maschine. So. Ich bin gleich wieder da. Bleibt hier. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung. Nein, du sollst mitkommen, Cash. Ja, super. Kommt. Hinter dir. So. Schaffst du das? Wir da schon ran. Los, Hugo, genauso. Zum Glück. Okay. Wartet hier, ich mach schnell. Ich bleibe hier. So. Hugo wartet da oder Hüge. Dann holen wir uns jetzt hier. Kommt her. Ja. Bleibt hier, es dauert nicht lange. Ich warte auf dich. Alter, wo der Kleine gerade fast vom Rad rumgebracht. Ey, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, Leute. Leute, was macht ihr da? Jetzt sind wir gefaked. Das musst du machen. Nun denn. Hugo, ich weiß nicht. Vielleicht solltest du dich einmal kurz umdrehen. Bin mir aber auch gar nicht so sicher, dass du das möchtest. Gut, ihr könnt kommen. Ich komme. Mann, toll, jetzt sind wir hier wieder. Echt rührt toll. Euch nicht vom Fleck, ich bin gleich zurück. Na, alles gut, ihr könnt kommen. Ich folge dir. So. Kannst du das übernehmen? Wird gemacht. Nervigste Stelle. Stock.
wir müssen jetzt Hugo gleich mit rübernehmen. Das bringt das, glaube ich, gar nicht. Okay, wir nehmen ihn mit. Jetzt gehen wir schnell rüber, holen den. Er müsste sich ja uns direkt anschließen. Hoffentlich. Komm her, Mann. Von den scheiß Ratten aufgefressen werden. So. Willst du jetzt wieder rüberrennen, oder? Denkst du, du kriegst das hin? Na gut. Hügel. Los, okay. Hügel, genau so. Dann müssen wir da vorne hin. Hoffentlich. Jetzt kommt. Verdammt knapp. Nee, ist das überhaupt der richtige Weg? Oh, das wird echt knapp. Ja, zum Glück haben wir stärker, sonst wären wir jetzt richtig im Arsch. Okay, kommt weiter. Ich glaube, hier war nicht noch irgendwas, aber... Das ist überhaupt der richtige Weg, wo wir jetzt lang gehen. Nicht, dass wir unseren Weg noch weiter hätten. Oh nein, wir sind falsch. Das ist übel. Müssen wir jetzt alles wieder von vorne machen, ne? Der Kontrollpunkt ist, glaube ich, am Anfang des Gebiets. Lässt sich das bewegen? Lustige Stelle. Lass mich los. Zack. Schaffst du das? Hol den Stock uns einmal. Los, Hugo, genau so. Und dann Lukas noch wieder zurück. Ja, komm. Wir haben sie einfach in Luft aufgelöst, ah. Das Licht. Denkst du, du kriegst das hin? Das Ding ist, was wollen wir denn da vorne? Können wir da irgendwas machen? Los, Hugo, genau so. Ja. Wir kommen ja auf jeden Fall von da aus wieder zurück, weil da Fackeln sind. Oder Stöcker. Da hoch. Lukas, ob uns das hier weiterhilft? Das ist ein Entfernungsmesser. Wofür? Den Krieg? Damit kann man den Schusswinkel bestimmen. Total unnütz. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. Und jetzt? Dafür sind wir jetzt hergekommen. Und wir mussten hier gar nicht her. Wir müssen den anderen Weg zurückgehen, ne? Oh. Das Problem ist ja, wir haben ja kein... Kannst du das übernehmen? Mal den Stock. Wir brauchen den Stock da vorne Los, Hugo, und nicht genau hier. So.
Also wir müssen... Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir jetzt... So, wir holen uns mal den Kopf. So, wir lassen ihn jetzt das machen. Und wir müssen ihn das danach nochmal machen lassen, damit wir mit dem Kopf wieder zurückkommen. Ganz gut bleiben. Das musst du machen. Weil jetzt haben wir es ja Bullshit. Sonst kommen wir nicht wieder weg. Und der einzige Sinn, da hinten hinzugehen, war anscheinend dieses komische Entfernungsmesser-Ding. Genau so. Was eher wahrscheinlich so ein Collectible ist, oder? So. Kannst du das übernehmen? Bereit mitzukommen. Hallo? Kommst du jetzt mit oder bist du da einfach nur dumm rum? Ich bin gleich wieder da. Kommt, die Luft ist rein. Verstanden. Und sie folgen beide. Wir müssen jetzt hier lang. Ich hab's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, ja. Gehen wir. Der ist irgendwie nicht der schnellste. Bitte. Hey. Gehen wir unten. Wir müssen nicht was lassen. Komm. Hier hoch. Dann gehen wir noch weg. Geht auch noch. Und wir noch. Nee, wir haben auch gar kein Werkzeug mehr gefunden. Nee, ist auch anscheinend kein. Ey! Hallo! Oh, zum Glück, ich hab dich ganz aufgeladen. Das wäre pure Verschwendung gewesen. Zack! Oh, und dieses Rattengeräusch! Macht euch bereit, wir müssen im Licht bleiben. Okay, das Ding wird losrollen, alles klar. Haben wir noch irgendwas, was wir ändern können? Wir haben es mit einer Kette festgemacht. Ja, ich weiß. Los, los! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber ja, weil du auch total nah mal bei den Ratten bist. Na gut, es hat funktioniert. Hätten wir ihn auch benutzen sollen. Sie brennen! Sie nicht hinkriegen. Haben wir noch Stöcker? Oh Leute. Ihr seid zu laut, ihr Ratten. Ihr seid zu laut. Ich wollte das gerne können. Kommt. Okay. Ja. Let's go. Oh, das ist ja echt nicht schön. Irgendwie hast du es da so dicht immer an den Ratten ranzustehen, oder? Das ist irgendwie genau dein Ding anscheinend. Müssen wir hier über die Leichen wieder klettern? Nee, können wir gar nicht. Okay, schnell wieder zurück. Hier können wir hoch? Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist das? Ist so denn? Laut. Nein. Kein Wunder. Oh, er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen.
Na los, wir suchen noch mehr von ihm. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Ah. Also ich weiß nicht, ob das Geräusch so gehörte. Das hat übelst übertönt. Schlimm. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Was war das? Na dann. Wer geht jetzt nicht direkt wieder zurück? War ein Geräusch, oder? Ich denke schon. Jetzt sind wir ja relativ gut durchgekommen. Also bis auf die Stelle, wo wir 10 Mal hintereinander immer wieder nichts geschissen bekommen haben, aber davon mal abgesehen. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na endlich. Sag schon, Drecksack. Es ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen! Da! Da! Sie fliehen! Hey, hey, oh nein! Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Nein, du kannst mich jetzt nicht zurücklassen. Oh nein, jetzt sind wir gefangen genommen worden. Jo, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich halte das heute ein bisschen kürzer. Dann geht das mit dem Bearbeiten ein bisschen schneller und mit dem Hochladen. Ansonsten hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.